Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei How to Survive 2. Heute wieder mit Extreme Zockt. Moin Moin! Und mit dem einen der anderen Bärenbrüder da. Clifton! Genau, und der hat die Erben für uns. Gut, dann gucken wir mal gleich, was wir da machen müssen. Oh, auf jeden Fall sehr viel Kupferteile kriegen wir. Ich starte schon mal. Zack. Ja. Da. Ach nein, was mache ich denn hier? Weiß ich nicht. Primärziel. 10 Poster finden und schwarze Farbdosen finden. Okay, sollten wir hinkriegen. Ja, zack. Also hier ist schon mal eine Farbdose. Okay. Das klingt nach mehr. Ja, kein Problem. Kriegt der Extrem alles hin? Ah ja, ist in Sicherheit hier. Ach komm, Risiko. Oh, macht er hier die Mutprobe. Meine Pfeile! Scheiße, ich hab vergessen, mir Pfeile zu craften zwischendurch. Aber ich hab noch 99, das sollte gehen. Ja. Poster! Und sonst zur Not kann ich auch nochmal 50 geben. Oh, da kommt Blau raus. Hey, das ist der. Das war der 10. Rottweiler aus der letzten Folge. Genau. Der war nämlich verbuggt und war in dieser Mission verschoben. Oh, von hinten. Hallo! Problem ist, es wird jetzt Nacht und damit kriegen wir diese Nachtviecher. Ah gut, drei Pfeile. Kriegen wir schon hin. Ja, die sind halt nervig. Großer Stallbolzen, sehr schön. Gehst du links, ich geh rechts? Ja, hab ich auch schon einen Poster. Jo, ich auch. Wunderbar. Oh, hier ist noch eins. Und ein Haufen Zombies. Ja. Hier ist auch ein kleiner Haufen. Den Alarm habe ich nicht ausgelöst. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Schmeiß mir mal Vitamine ein. Hat man auch einen kleinen Vorteil der ganzen Zeit. Vielleicht die Ehe rumfliegen habe. Sehr viel schneller zielen. Vitamine. Ach, habe ich tatsächlich auch noch. Ja gut, für 20 Sekunden. Ja. Hätte ich vielleicht im Kampf machen sollen. Ja, ich nutze jetzt jedes Mal, wenn ich sehe, das sind jetzt so viele Feinde oder so, dann lohnt sich das. Aber ansonsten... Klar, ansonsten lohnt sich das nicht so wirklich. Ja, ich hätte fast alle... Platt. Patrouillchen wäre auch durch. Okay. Zack, hier hängt ein Poster. Vitamine. Ciao. Ciao. Eine Cola bitte, Herr Wirt. Moment, kommt gleich. Ah ja, mit Vitaminen sind die auch wieder One-Shot. Nee, bei mir nicht. Nicht? Nee. Bei mir schon, also manche. Nicht alle, aber die schwächeren von denen. Es gibt schwächere Zombies? Ja. Das sind die irgendwie alle gleich stark. Habe ich den Eindruck irgendwie. 8 mm Patronen. Bleikopf. Ach, hallo. Pelikan, wo bist du? Ach, oh, ja. Okay, hoch mal die ganze Zeit. Warte, der lebt noch. Alter, der hält aus. Au. Ja, geil. Ach. Der hat mich gerade zurück in seine Kotze gekickt. Ein Spezialmove. Sicherheitsschlüssel. Das hat weh.
Ja, hier oben braucht man den Sicherheitsschlüssel. Ach, oben. An der Seite. Okay. Dann komme ich. Los, da. Oh ja. Ah, die Poster hättest du fast vergessen. Mein Wecker klingelt. Oh, okay. Guten Morgen. Ja. Ja, das heißt, ich muss eben gleich kurz Augentropfen nehmen, aber. Okay. Ja, ja, die 15 Minuten machen nichts. Meine Pfeile. Okay, die Karte. Nein, du kotzt nicht. Da brauchen wir ein Mülleimer. Oder nee? Nö. Ah, ich dachte nee, wegen oben der Mauerdurchbruch, aber das ist ja Quatsch. Aber so, hier geht's eh nicht weiter. Also nach rechts. Hier war nach rechts, so gehst nach unten. Ja. Ach du Scheiße, viele sind hier im Haus. Hatten wir einen Container gefunden, zufällig? Nein. Nee. Lol. Okay. Gott, weiter springt einfach über den Zaun. Yo! Haut doch alle ab! Stirb, stirb, stirb! Aber irgendwie muss man da auch noch runterkommen. Fenster? Naja, vielleicht findet man noch einen Athena. Wie sie alle aus dem Fenster springen. Ja, alle wollen die Party nicht verpassen. Merke ich schon. Oh. Oh. So, noch ein Poster. Wo warst du es jetzt mal? Ach ja, da hängt ein Poster. Ups. Ach, fertig. Haben sogar fertig. Wow. Unglaublich, aber wahr, ey, was hier los ist. Ja, ein bisschen zu viel. Einer nach dem anderen hier. Natürlich in fast die. Oh, Nagelschatten. Nice. Ich hätte hier sogar nochmal einen Poster gefunden. Ja, ich auch. So, ich könnte jetzt verlassen. Oder nicht? Moment. Jo, das Haus ist leer. Können wir eigentlich machen. Jo, ich geh raus. Okay. So. Oh. Synchron. So, ach, der hat auch nichts mit uns. Wow. Da, Alter, guck dir mal die Poster an. Schmissen. Ist Penny? Oh Gott, Penny. Oh Gott, erst das Patty, ist die Penny. Und jetzt Penny. Alter. Da will ich nicht zur Suche helfen. Okay, der hat jetzt Kampfstufe 27, Krokodilsträhnen. Oh, okay, also hat er doch wieder neue Aufträge. Krokodile als Gegner vielleicht?
Ich hoffe nicht. So, jetzt haben wir ja nur noch, können wir mal bei Corvik kurz vorweg, ich bin mir nicht sicher, ob wir bei dem was machen können, ansonsten haben wir jetzt nur noch den Must. Mhm. Must have und so. Ich? Oh, das war knapp. Hallo, hallo, Karte weg, danke. Corvik, Corvik, Corvik. Hat er was? Nein. Kämpfstufe 31. So, dann können wir mal hier am Funkgerät gucken. Nein. Außer Süßes oder Saures. Also müssen wir den Mast jetzt machen, das ist gut. Dann müssen wir uns vorbereiten. Wir haben ja, da könnten wir noch ein paar Fallen setzen und so. Genau, wir hatten ja zuletzt die. Ach, ich gehe ja noch falsch raus hier. Wir hatten nämlich zuletzt die Mauer gemacht und ein paar Fallen gebaut. Das können wir euch gleich mal zeigen. Erstmal muss ich. Bisschen entmüden. Genau, und Pfeile machen. Gefiederte Pfeile mit Feuersteinspitze. Rechtsvorschläge, ja, wow, 238 Schaden. Umdreher brauche ich nur einen. Weißzange brauche ich nicht. Einen Hammer brauche ich auch nicht. So, dann crafte ich mal ein paar. Geht los mit Erbsen. 170 Pfeile habe ich jetzt wieder, das reicht auf jeden Fall. Ja. Kleines Medikit brauche ich nicht. Nee, kleines, aber ich behalte es mal lieber. Schokolade kann weg. Alles. So. Hammer. Ich habe Durst und Hunger. Erstmal eine Chicha Murada. Jo, beides auf 100. Ich hab die ganze Motorrad-Helm hier mit dem Inventar. Unnütz. Na? Haha, Killer Kanickel. Kriegst von der Falle aufs Maul. Ich hör's. Mal gucken jetzt. Ja, denn wir haben ja ein bisschen was gebastelt, das haben wir schon erwähnt. Erstens hier oben dem Mast herum hat der Killi ein paar Stacheln hingesetzt. Dann haben wir hier unten Palisaden gesetzt bis auf 1, das wollen wir erstmal offen lassen. Und hier oben haben wir erstens die Mauer aufgewertet und zweitens davor, das sieht man jetzt von hier aus schlecht, sind überall diese Arme und an der Mauer dran sind nochmal Stacheln zusätzlich. Also wir sind gut geschützt, was das angeht. Können wir eigentlich Flechtseile machen? Bei dem Rüstungsschmied, glaube ich. Mal beim Einschützen. Ja, dann könnte ich noch ein paar Spieße machen. Holz irgendwas können wir nicht machen, weil wir keine Nägel mehr haben. Ich gehe währenddessen mal nochmal beim Bahnhof. Flechtseile. Gucken. So, ich mache hier erstmal ein paar Flechtseile. So. Boah, jetzt hängen hier überall so Plakate mit Missing von diesem Bild. Oh Gott, was haben wir getan? Ja. Okay, was brauche ich denn für Spieße noch? Ja? Ach, brauchen wir auch Nägel. Okay, schade. Ah, können wir ja eben nach Nägeln nochmal kurz gucken. Ja. Alter, Missing. Ja. Geh doch weg mit dem Kack Missing. Ah, hab ein paar Nägel schon mal gefunden im ersten Album, hier auch nochmal. Okay, gerade beim Bahnhof. Jo, beim Bahnhof sind hier ganz viel. Hab schon irgendwie 3 Nagelschachteln. Oh nein, hier ist ein Fetti. In dem Waggon war nichts. Oh, hier ist auch schon wieder ein Missing. Ja, ist echt schrecklich. Was haben wir getan? Ich weiß es nicht. Wow, warum bin ich hier rein? Hier ist doch gar nichts drin. Oh, ist hier was? Ach, da hinten ist noch ein Waggon.
Oh, das ist ein Hirsch. Ah, Nagelschachtel, sehr schön. Und noch eine. Okay, was, lieber rotierende Arme oder Spieße? Direkt vor der Mauer, dann lieber Spieße dann erstmal. Direkt vor der Mauer? Ja, ja, ganz oder wollen wir jetzt direkt erstmal unten absichern ein bisschen? Ja, unten kann, meine ich ja, dass du unten direkt vor der Palisade welche baust. Also Spieße, okay. Ja. Ups, ich bin falsch gelaufen. Diese Kack-Zombies von hinten, wenn man gerade im Inventar ist. In dem einen Haus waren gerade richtig viele Zombies. So, das war's mit Spießen. Ja. Da habe ich. Ich habe nur 3. Aber ich setze mal hier vor, wo sie durchbrechen können. Also, wo sie durchlaufen können, setze ich da mal ein paar hin. Ja. Hinten sind auch noch mal 2 Waggons, geh die mal schnell abklappern. So. Wie viele Nagelschachteln hast du gefunden? Ich glaube so 3, 4. Ah, dann kannst du auch noch einen rotierenden Arm oder so und da vor die Lücke setzen. Oder vielleicht bei der Küche sogar. Und da greifen die ja jetzt auch an. Hat noch meine Nagelschachtel gefunden. Verdammt. Falsche Seite gedreht, Mist. So, jetzt aber hier knacken. Und rauf da. Ah, nix. Ah ja, klar. Schade. Und hier im Waggon gucke ich hier nochmal nach. Vielleicht habe ich ja hier etwas. Hier ist noch ein Häuschen bei den Schienen. Ja, da war ich schon. Ne, hier ist auch nichts. Hier bei mir? Ne, da warst du noch nicht. Ne, da war ich nicht. Nee. Genau auf der anderen Seite nur. So, dann gehe ich mal bei diesem wunderschönen Missing-Schild hier in den Bunker rein und teleportiere mich zurück. Hä, warte mal, das interessiert mich gerade mal. Hier ist ein Absteg. Betreten. Kanalisation. Autsch. Stimmt, ich habe ganz vergessen, dass wir ja eine Kanalisation haben. Aber hier ist nur ein Bett und ein Schrank und sowas, aber hier ist nichts. Schade. Oh. Die Dosen mit Erbsen gibt es hier auf jeden Fall. So, ich teleportiere mich mal zum Lager zurück, damit wir das nochmal schnell mit dem Mast in dieser Folge unterbringen können. Ja, dann kannst du jetzt nochmal deine Fallen ein bisschen bauen, falls du kannst. Okay, schnell oben nochmal im Haus. Handwerk, rotierender Arm. Hat hier eine Arm oder Spitzen? Ah, Spieße kann ich nicht machen dafür. Mit so einem Arm würde ich noch machen vor der kleinen Lücke da, damit sie nicht so einfach durchrennen. Ja. Sehe ich genauso. Okay, schade. Keine Nagelschachteln hier im Haus. So, der Arm steht. Ups. Ich warte dann. Gut, Jo, ich komme. Mach mich auf den Weg. Nimm noch ein paar Blumen mit.
von den toten Hasen. Andersrum. Nein! Klasse ist. Sieht ja alles gleich aus hier. Ja gut, dann machen wir schnell den Mast. Ja. Oh Leute, es geht. Es ging innen drin? In den Stacheln drin? Ja. Lol, okay. So, Angriff Nummer 3, Start. Jo. Willst du rechts verteidigen oder hier? Ich wollte mich auf die Mauer stellen. Na gut, dann gucke ich mal hier unten und gehe dann rechts zur Küche. Ja. Jetzt 2,5 Minuten, ne? Ein bisschen länger als das letzte Mal, ja. Yo, Dacheln gehen ja ab. Aber ich kann leider nicht mehr raus. Ah, Truhe, shit. Ja, ich halte dafür den Eingang, den du eben verteidigt hattest. Ja, so raus kann man leider nicht. Weil man da aus uns verdroschen wird. Okay, unsere kleine Barrikade ist schon kaputt. Na super. Ja, die wir als Test hatten. Ach so. Ja. Wir kloppen da hinten aber noch irgendwo gegen. Scheiße. So, der ersten Fetzer gekommen. Und natürlich war es Nacht, ne? Oder ist es Nacht? Ja, aber das sollten wir schaffen. Locker. Hier oben sind richtig viele. Ich bin ja, hat Probleme. Dann komm ich mal hin. Okay, die sind durch unten. Ich bin nicht mehr unten, ich bin oben. Ja, also ein Fetzer gerade unten durchgebrochen. Ja, ich gehe schnell zur Truhe. Ja, ich bin immer noch außen oben an der Mauer. Ja, die sind gleich beim Mast ein bisschen. Ja. So. Wo ist alles weg? Ja, der Mast wird angegriffen, scheiße. Ja, wo bin da? Ich hätte noch eher mal den Trank einschmeißen sollen. Aber hier kriegt man wieder die Nägelschachteln wieder zurück. Guck nochmal schnell bei der Truhe, ob da alles okay ist. Jo, bei der Truhe kommt nichts mehr. Jo, haben's geschafft. Sehr gut. Ah, hier ist noch einer. Oh ja, die haben mich sehr gut durchgeschmissen. So, reparieren. Oh, erstmal die ganzen Pfeile einsammeln hier unten. Okay. Natürlich, die Truhe haben sie angegriffen. Aber die Küche mal nicht. Ja, aber es hat schon besser funktioniert jetzt mit den Barrikaden, ja, wenn wir das später dann überall machen. Ja, und vor allem, wenn wir dann später überall an der Mauer diese Knüppel haben und andere Fallen, dann brechen die da auch nicht mehr so durch. Ja. Dann haben wir da definitiv besser verteidigt. Nächstes Kämpfstufe 30 bräuchten wir, aber davon sind wir sowieso von entfernt. Wir müssen nämlich jetzt als nächstes, um überhaupt irgendwas auch zu machen, müssen wir unsere eigene Stufe und die Kämpfstufe hoch machen, ne? Geh nochmal ganz schnell bei Korvec gucken. Korvecs nächste Aufgaben sind Stufe 31. Ich mach mal die Cam-Stufe um 2 Stufen hoch. Ach komm, ich mach sie um 3 hoch. Um 4 mach ich sie hoch. So. Ja, gleich mal übertreiben.
Dann müsstest du das denn nur den Rest machen bis 31. Ja, soll ich es gleich auf 31 hochmachen? Ja. Dann können wir direkt erstmal wieder alle. Okay, nee, ich kann es nur bis 30. Ach, du kannst es nur bis 30? Ah, jetzt müssen wir Korvec-Herausforderungen machen. Okay. Wow. Ja, Stufe 30, nächste Mastmission. Vergiss aber nicht, deine eigene Stufe hochzumachen. Ja. Bogenschießexperte. Ja, sonst geht's ja gar nicht. Alter, 126.000 Erfahrungspunkte. Läuft! Schnell, so, ich bin jetzt, auch auf Stufe 30. Ja, ich Bogenschuss. Auch. Aber ich habe keine Erfahrungspunkte mehr. Na, wer kriegt aufs Maul? Ach, die Nachtviecher. Ja, renn durch die Stacheln, Scheißvieh. Aluminiumplatten und Holzbretter fehlen. Holzbretter können wir herstellen. Da kann ich mal einige von machen. So. Nahkampf, ja. Ich mach mal Bogenschuss-Experte weiter ein bisschen. Okay, mehr kann ich nicht. Aha. Ich bin voll aufs Maul. Aber die halten gut aus. Oh ja, die halten jetzt mehr aus. Vier Schüssen braucht man jetzt. Alter, zwei Stacheln und die Keule, ey. Also die hauen seit 30 Sekunden auf die ein. Oh Gott, unser Knüppel ist auch schon fast kaputt unten. Ja, die müssen wir unbedingt dann aufwerten. Guck mal, die Waffen kann man aufgewertet. Brauchen wir jetzt, was war das? Aluminiumplatte. Gut, aber das Reparieren und Aufwerten werden wir zwischen den Folgen machen. Denn wenn ich so auf den Timer gucke, sind wir schon wieder leicht drüber. Ja. Und ja, als nächstes machen wir ein paar Missionen wieder. Gucken nochmal rum, ob wir jetzt bei dem Armtippen da oben was Neues machen können. Beim Korvec könnten wir nochmal gucken. Und ja, und das werden wir dann alles in 2 Tagen erfahren. Bei einer weiteren Runde, How to Survive. Tschüss. Tschüss.